Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wie viel Unheil haben wir mit unseren Worten angerichtet? Nur weil wir unbedingt sagen mussten, was wir sagen wollten. Es gibt nichts, was schwieriger zu beherrschen ist als unser Mundwerk. Die Zunge kann niemand im Zaum halten, heißt es in der Bibel. Ihr sagt, na gut, wenn ich meine Zunge sowieso nicht im Zaum halten kann, was bringt es mir dazu, einen Vortrag zu hören? Die Sache ist die, wenn es euch wirklich wichtig ist, ihr von Herzen das Richtige tun und gut mit euren Worten umgehen wollt, wenn ihr darüber betet und euch mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird Gott euch die nötige Hilfe schenken. Glaubt nicht, dass ihr euch einfach entscheiden könnt, von nun an die Klappe zu halten und ihr dann plötzlich wie ausgewechselt seid. Ich habe das jahrelang immer wieder probiert und es ist nur schlimmer geworden. Wir können uns nicht aus eigener Kraft verändern. Wir verändern uns, indem wir den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen und er die nötigen Veränderungen bewirkt. Ihr seid Gottes Partner. Ohne ihn schafft ihr es nicht. Ohne ihn lässt Gott uns keinen Erfolg haben, weil wir die Lorbeeren sonst selbst kassieren würden. Heute möchte ich vor allem darüber sprechen, welche Auswirkungen unsere Worte haben, sowohl auf die Kraft als auch auf die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ich bin viele Jahre lang in die Kirche gegangen, ohne je etwas über die Kraft Gottes zu hören. Das ist traurig, da der Heilige Geist unser Leben mit der Kraft Gottes beflügeln möchte. Diese Kraft zu haben, diese Nähe Gottes zu spüren, ist eines der kostbarsten Geschenke überhaupt. Die Nähe Gottes in deinem Leben, die Kraft Gottes in dir, die dich bei allem stärkt, was du tun musst, ist dein kostbarstes Gut und du musst es unbedingt bewahren. Die Kraft Gottes in unserem Leben muss geehrt, geachtet und geschützt werden. Durch ein unangemessenes Wechselspiel verhindern wir die Wirkung dieser Kraft in unserem Leben. Wenn wir einerseits Gott in der Kirche preisen, christliche Lieder singen, Bibelverse aufsagen und Predigten hören, aber dann den Gottesdienst verlassen und über andere lästern, sie verurteilen, kritiksüchtig und negativ sind, murren und klagen und lauter Worte des Zweifels und des Unglaubens aussprechen. Seid ihr noch bei mir? Wir müssen dieses widersprüchliche Verhalten ablegen. Es reicht nicht aus, ein paar positive Dinge zu sagen, durch die man Kraft gewinnt, nur um daraufhin wieder Negatives auszusprechen und die Kraft zu verlieren, bis sie verschwunden ist. Wir müssen Beständigkeit entwickeln und kontinuierlich das sagen, was Gott sagt. Nicht einfach aussprechen, wonach uns der Sinn steht. Ganz gleich, wie unmöglich es erscheint, wenn wir eine der Zusagen Gottes in der Bibel lesen, gibt es nur eins, was Gott von uns hören möchte, und zwar, ich stimme mit dir überein, Gott, wenn du sagst, dass du das kannst, dann glaube ich dir. Menschlich gesehen ist es vielleicht unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Wir müssen lernen, mit Gott übereinzustimmen. Einige von euch sitzen Woche für Woche in der Kirche und ihr schaut euch außerdem meine Fernsehsendungen an. Ihr seid sogar zu dieser Veranstaltung gekommen, weil ihr euch verzweifelt nach Gottes Eingreifen sehnt. Aber dazu müsst ihr lernen zu sagen, was Gott sagt. Ich selbst habe das jahrelang nicht getan. Ich möchte euch gern helfen, damit ihr nicht mit eurem eigenen Mundwerk die Grube, in der ihr sitzt, noch tiefer grabt. Es bringt nichts, es nur von einem anderen Menschen zu hören. Man muss selbst aussprechen, was Gott verheißt. Nur deshalb hören wir uns das an, was in der Bibel steht, damit wir daraufhin selbst formulieren, was Gott sagt. Das Wort Gottes in eurem Mund ist die Waffe Nummer 1 gegen den Feind. Wenn ihr den Teufel besiegen wollt, müsst ihr lernen, die Wahrheiten der Bibel auszusprechen. Sprecht nicht das aus, was ihr fühlt, nicht das, was euch gerade durch den Kopf geht. Wiederholt nicht das, was andere euch einreden, sondern das, was die Bibel euch sagt.
Jeder kann die Erfüllung der Zusagen Gottes selbst erleben, wenn er nur lernt, mit Gott übereinzustimmen, indem er das tut, was Gott ihm aufträgt und ausspricht, was Gott sagt. In Sprüche 18, Vers 21 steht, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wir werden diese Bibelverse zu anderen Zeitpunkten noch genauer betrachten. Bei diesem Vortrag geht es mir darum, eine Grundlage zu legen und zu betonen, wie wichtig es ist, die Kraft Gottes in unserem Leben zu haben und aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich gibt es heutzutage eine beträchtliche Anzahl von Leuten, die nicht wissen, was die Kraft Gottes überhaupt ist. Die Bibel benutzt dafür das Wort Salbung und Christus ist der Gesalbte. Das ist, was das Wort Christus bedeutet, der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte, derjenige, der mit der Kraft Gottes ausgestattet ist. Und als Jesus in den Himmel fuhr, um zur Rechten des Vaters zu sitzen, hat er uns den Heiligen Geist geschickt, um ihn zu vertreten. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir auf Konferenzen diese wunderbaren Anbetungslieder singen und dabei Gottes Nähe spüren, dann ist das der Heilige Geist in unserer Mitte. Wenn wir eine besondere Kraft verspüren, etwas Bestimmtes anzupacken, dann ist das die Gegenwart Gottes, die uns dazu befähigt. Und je mehr man seine Übereinstimmung mit Gott durch Worte zum Ausdruck bringt, desto mehr Kraft steht einem zur Verfügung. Lasst uns dazu Lukas 1, Vers 11 anschauen. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, »Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen.« Zacharias hatte Gott um etwas gebeten, und als Gott ihm dann zusicherte, dass er es bald bekommen würde, glaubte er ihm nicht. Habt ihr schon mal etwas von Gott erbeten und als ihr es dann bekam, dachtet ihr, ich kann das gar nicht fassen? Warum beten wir dann überhaupt, wenn wir gar nicht erwarten und glauben, dass Gott etwas tut? Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Eigentlich hätte Zacharias doch jetzt Freudensprünge machen müssen, so nach dem Motto, wow, Ehre sei Gott. Er hat noch mehr getan, als er hofft. Ich hatte nur um ein Kind gebeten. Und jetzt bekomme ich sogar ein berühmtes Kind. Vers 17. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Der Engel sagte ihm im Grunde, das Kind, um das du gebeten hast, dein Sohn, wird der Wegbereiter des Retters sein. Er wird vor ihm hergehen und ihm den Weg bereiten. Zacharias fragte den Engel, Vers 18, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Beweis es mir, Gott. Jetzt bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Er hatte also um ein Kind gebeten, meinte aber, dass er und seine Frau zu alt dafür seien. Und jetzt schaut, was der Engel ihm sagt. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Gott hielt also Zacharias auf übernatürliche Weise den Mund zu. Und ich hätte nichts dagegen, wenn Gott das bei mir auch ab und zu mal täte, oder? Gott musste das tun, damit sich sein Plan für Zacharias Leben erfüllen konnte. Die Geburt des Kindes war äußerst wichtig,
da es doch der Wegbereiter des Messias sein würde. Der Engel konnte anhand von Zacharias erster Reaktion schon erkennen, dass die Chancen nicht gut standen, dass er verbal mit dem Plan Gottes kooperieren würde. Also musste Gott ihm den Mund zuhalten. Ich frage mich, wie viele von uns den Plan Gottes für unser Leben vermasseln. Ich frage mich, wie viele wunderbare Dinge Gott vorbereitet hatte und wie viele er jetzt geplant hat, die ihr vereiteln würdet, wenn ihr nicht bei dieser Veranstaltung wärt und lernen würdet, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Aber Gott sei Dank seid ihr ja hier, also muss Gott euch auch nicht übernatürlich den Mund zuhalten. Könnt ihr mir folgen? Wer von euch versteht das? Gut, vermutlich sollte ich dafür sorgen, dass ihr jetzt eine Zeit lang den Mund haltet, sonst kommen wir nicht voran. Unsere Worte sind äußerst wichtig. Alles, was in der Bibel steht, ist wichtig, aber einiges sticht für mich besonders hervor. Beispielsweise der Einfluss unserer Gedanken. Unsere Gedanken sind deshalb so entscheidend wichtig, weil daraus Worte entstehen. Von all den Inhalten, die wir bei Joyce Meyer Ministries durch unsere Fernsehsendungen vermitteln, gibt es drei Themen, die auf besonders viel Resonanz bei den Zuschauern stoßen, was wir sagen, was wir denken und was wir fühlen. Ich glaube, wir wissen alle, dass diese Bereiche uns viele Schwierigkeiten bereiten. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld. Sie sind der Angriffspunkt Satans. In der Bibel steht, dass das, was in unserem Herzen, in unseren Gedanken ist, aus unserem Mund herauskommt. Da will Satan euch natürlich falsche Gedanken eingeben, in der Hoffnung, dass ihr sie dann aussprecht. Deshalb ist es so wichtig, anderen Menschen gut zuzusprechen. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, andere durch Worte zu ermutigen, weil so viele Menschen unbedingt Ermutigung brauchen. Wisst ihr, ich bekomme immer wieder Komplimente von Menschen, die mich aus dem Fernsehen kennen. Fast jeder beginnt sein Kompliment mit den Worten: Wahrscheinlich wird Ihnen das ständig gesagt, aber. Und heute habe ich darüber nachgedacht und begriffen, dass Gott wahrscheinlich häufig Menschen ans Herz legt, andere zu ermutigen, und der Feind ihnen dann sofort den Gedanken eingibt: Ach, so etwas wird dir doch ständig gesagt. Es interessiert sie gar nicht, was du zu sagen hast. Wir müssen wirklich darauf Acht geben, uns vom Teufel nicht ausreden zu lassen, was Gott in unserem Leben tun möchte. Achtet auf das, was ihr denkt. Achtet auf das, was ihr sagt. Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Nicht ich werde, könnte, hoffe, vielleicht, sondern ich habe. Jeder von euch, der ein Kind Gottes ist, jeder, der im Fernsehen zuschaut oder das sie auf andere Weise hört, wenn sie ein Kind Gottes sind, haben sie Vollmacht. Sie haben sie von Gott empfangen. Ich habe euch Vollmacht, körperliche und geistige Kraft und Fähigkeit über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Einige Leute denken jetzt wirklich, wenn ich so viel Kraft habe, warum ist mein Leben so chaotisch? Weil ihr die Kraft Gottes in eurem Leben abtöten könnt. Ihr könnt sie unterdrücken, behindern und unterbrechen, indem ihr Dinge aussprecht, die nicht mit Gottes Plan und Willen für euer Leben übereinstimmen. Gott hat uns in unserem Innern mit allem ausgestattet, was wir brauchen, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Mit allem. In dem Moment, wo ihr euch entscheidet, Jesus Christus nachzufolgen, pflanzt Gott seinen Samen in euch ein. Das heißt, dass ihr sozusagen mit allem, was Gott ist, schwanger seid. Eine Frau wird dadurch schwanger, dass der Same des Mannes in ihren Mutterleib gepflanzt wird und das Kind wächst und wächst und wächst, bis es geboren wird. Etwas Ähnliches passiert, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. Wir empfangen einen Samen des Friedens, einen Samen der Gerechtigkeit, der Freude. Alles kommt zu uns in Form von Samen. Und je mehr wir diese Samen mit den Worten der Bibel begießen und den Heiligen Geist, das Unkraut, in unserem Leben herausreißen lassen, desto mehr wächst der Same. Er wächst und wächst und wächst, bis wir diese wunderbaren Dinge hervorbringen, die Gott in uns hineingelegt hat. Dann sind das erlebte Erfahrungen und nicht nur Berichte, die wir lesen. Versteht ihr?
Eigentlich müsst ihr gar nicht dafür beten, mehr Frieden zu empfangen. Ihr habt ihn bereits. Vielmehr solltet ihr beten, dass Gott euch beibringt, den Frieden, den ihr habt, auch auszuleben. Sagt nicht, oh Gott, ich brauche mehr Freude, sondern, Herr, ich glaube, dass deine Freude in mir ist. Bring mir bei, meine Freude nicht aufzugeben. Bring mir bei, mir meine Freude vom Teufel nicht rauben zu lassen. Wir müssen nicht wiederholt um etwas bitten, was wir bereits haben. Wir sollten einfach anfangen, Gebrauch davon zu machen. Ihr müsst nicht beten, Gott, gib mir Kraft, sondern, Gott, ich glaube, dass in mir Kraft ist. Ich stimme mit dir überein. Ich habe Kraft in mir und jetzt bringe mir bei, diese Kraft anzuzapfen. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel besser ihr euch fühlt, wenn ihr einfach anfangt, an das zu denken und über das zu sprechen, was ihr bereits habt. Das ist so. Ich habe Kraft. Wow, Gott ist in mir. Ich habe Fähigkeiten. Statt mit hängendem Kopf herumzulaufen und zu sagen, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Freude, niemand liebt mich. Wir werden dieses Wochenende so viel Spaß haben. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ihr könnt eure Zukunft zum Guten wenden, indem ihr lernt, das auszusprechen, was Gott sagt. Das ist enorm wichtig. Ihr habt Kraft. Und Gott möchte, dass sich diese Kraft immer mehr zeigt. Und zwar bei euch ganz persönlich. Er will, dass ihr diese Kraft immer mehr erlebt. Er will, dass ihr sie anzapft bis zum Überfließen. Lasst uns dazu Jakobus 3 aufschlagen. Die ersten 10 Verse von Jakobus 3, die könnte man jeden Tag lesen und jedes Mal etwas dazulernen. In Jakobus 3, Vers 1 steht: Liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren und andere zurechtweisen und tadeln wollen. Wir sagen anderen gern, was sie tun oder lassen sollen, oder? Denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng und nach einem anderen Maßstab beurteilt werden. Ich kann euch sagen, dieser Vers jagt mir eine gesunde Furcht ein. Im zweiten Vers heißt es dann, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält und niemals etwas Falsches sagt, dessen Charakter ist vollständig entwickelt und der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Er sagt also im Grunde, wer seine Zunge im Zaum halten kann, der hat einen reifen geistlichen Charakter entwickelt. Man kann sehen, wie geistlich jemand ist, einfach indem man der Person zuhört. Nicht nur in der Kirche, oder besser gar nicht in der Kirche, weil da jeder vorgibt, geistlich zu sein. Vielmehr sieht man es im täglichen Leben, wenn die Person mit Problemen umgehen muss, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es gern hätte, wenn eine Sache sie möglicherweise ärgert oder irritiert. Es sollten nicht viele von euch lehren. Es gibt verschiedene Arten von Lehrern. Ich bin eine Art Lehrerin. Es gibt Schullehrer, auch Mütter und Väter belehren ihre Kinder. Wir alle sagen anderen gerne, was sie tun und lassen sollen. Also, wenn du dir anmaßt, einem anderen etwas beizubringen, dann warnt dich die Bibel, dass du sicher gehen solltest, es auch selbst zu leben. Wer anderen etwas beibringen will, wird selbst strenger zur Verantwortung gezogen. Die Korrektur fällt für diese Menschen schärfer aus, als für solche, die keine Lehrfunktion ausüben. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich zwar bei jedem vorsichtig mit meiner Kritik sein sollte, dass es aber besonders wichtig ist, mich mit meiner Kritik an Menschen zurückzuhalten, die eine ähnliche Tätigkeit ausüben wie ich, sprich Bibellehrer sind. Das gilt auch für andere Bereiche. Falls du Sänger bist, solltest du dich mit deiner Kritik an anderen Sängern zurückhalten. Aber ich mag die Stimme von der nicht. Ich finde nicht, dass sie singen kann. Oh, da müsst ihr aufpassen. Das kann sich negativ auf die Kraft Gottes in eurem Leben auswirken. Die Begebenheit, von der ich euch erzählen möchte,
fand vor vielen, vielen Jahren statt, bevor ich das erkannt habe, worüber ich heute spreche. Ich wiederholte das falsche Verhalten so häufig, bis ich schließlich daraus lernte. Wäre es nicht schön, etwas zu lernen, ohne zuvor so oft zu scheitern? Wie viel Unheil haben wir mit unseren Worten angerichtet? Nur, weil wir unbedingt sagen mussten, was wir sagen wollten. Und was hat es uns gebracht? Wir haben Freunde verloren, wir haben Arbeitsstellen verloren. Und all das ist wichtig, aber das Wichtigste von allem ist, was wir mit der Kraft Gottes in unserem Leben angestellt haben. Gott schenkt Menschen seine Kraft, um Großes zu vollbringen. Großes! Und was immer es ist, wozu Gott dir seine Kraft geschenkt hat, er möchte, dass du es hervorragend machst. Wenn du Vater oder Mutter bist, dann sei ein wunderbarer Vater oder eine wunderbare Mutter. Wenn du ein Unternehmen führst, dann sei ein großartiger Geschäftsmann und ein toller Chef. Wenn ich die Bibel lehre, dann möchte ich das so gut wie möglich tun. Ich will nicht mittelmäßig sein. Ich möchte das Beste für Gott sein, was mir möglich ist. Seht ihr das auch so? Man kann etwas total halbherzig tun, vielleicht gerade so über die Runden kommen. Oder wir können mit Gott zusammenarbeiten und das absolut Beste aus uns herausholen. Ich weiß, dass ich nicht viel Eindrucksvolles tun kann. Ich kann hier auf der Bühne stehen und stundenlang reden. Aber ohne Gottes Kraft würde mir bestimmt niemand zuhören. Ich bin so ähnlich wie Paulus. Ich überzeuge nicht mit Redegewandtheit, sondern bin auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Über die Jahre habe ich gelernt, was diese Kraft steigert und fördert und was sie behindert. Die Kraft Gottes gibt es nämlich nicht umsonst. Es gibt einen Preis, den man zahlen muss, um mit Gottes Kraft ausgestattet zu werden. Die gute Nachricht Jesu Christi ist umsonst. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben ist umsonst. Aber wer die Kraft Gottes stark erleben möchte, der muss auf dem schmalen Pfad bleiben, nicht auf dem bequemen Weg, der zur Zerstörung führt. Da kommt schon. Wir sind aus Gnade mit Gott versöhnt, aber Gnade ist kein Freibrief für ein schlampiges Leben. Gnade macht Sünder gerecht, aber sie rechtfertigt nicht die Sünde. Und es gibt Dinge, die aus unserem Mund kommen, die definitiv unter die Kategorie Sünde fallen. Bevor das Wochenende vorbei ist, werde ich euch zeigen, dass es Sünde ist, sich zu beklagen. Es ist nicht harmlos nach dem Motto, ich habe eben einen schlechten Tag, darf mir ein bisschen Luft machen. Es ist Sünde. Ich kann euch anhand der Bibel belegen, dass wir durch unsere Klagen dem Feind Tür und Tor öffnen. Und wer schafft es schon, sich einen einzigen Tag lang nicht zu beklagen? Dies ist vielleicht eine der wertvollsten Vortragsreihen, die ihr je hören werdet, wenn ihr euch wirklich daran haltet und eure Hausaufgaben macht. Ihr müsst nach Hause gehen und sagen, Gott, ich habe einige Hausaufgaben zu erledigen. Ich muss mich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und darüber beten. Lernt Bibelverse auswendig, unterstreicht jeden Vers, den ihr im Buch der Sprüche über das Mundwerk, die Zunge oder unsere Worte finden könnt. Wenn ihr sie unterstrichen habt, könnt ihr morgens zur Auffrischung das Buch ganz schnell überfliegen und 15, 20 Verse über die Macht der Worte lesen. Wir brauchen das. Früher wusste ich nicht genug darüber und habe teilweise schlecht über andere Bibellehrer gesprochen. Und wenn wir unfreundlich über andere reden, zeigt es, dass wir eingebildet sind. Na schön, ich setze mich hier mal hin und versuche es noch einmal. Jedes Mal, wenn wir unfreundlich, kritisch oder verurteilend über andere reden, liegt es daran, dass wir eingebildet sind. Wir würden es nicht tun, wenn wir uns nicht für besser als andere halten würden. Ich glaube, ich sollte dieses Wochenende lieber viel lächeln. Stimmt doch, oder? Wir würden so etwas nicht sagen, wenn wir uns nicht für besser halten würden. In der Bibel steht, dass niemand die Zunge im Zaum halten kann.
Doch Gott hat uns mit seiner Kraft ausgestattet. Mit seiner Hilfe können unsere Worte Leben bringen für uns selbst und andere Menschen. Unterschätzen Sie nie die Macht Ihrer Worte. Mit ein paar Worten können Sie das Leben eines Menschen verändern. Sie können das Leben des anderen verbessern oder verschlechtern. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns. Unser Team ist gerne für Sie da. Wir sind hier mitten in Tansania, wo das Volk der Datoga lebt. Das erste Mal war ich vor über einem Jahr hier und die Zustände, die wir hier gesehen haben, waren absolut herzzerreißend. Es gab kein Trinkwasser. Die Menschen mussten stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, nur um etwas schmutziges Wasser zu bekommen. Es gab keine Bildung. Also haben wir uns gefragt, wie wir helfen können. Und nun sind wir wieder hier und haben gerade einen von 5 Brunnen eingeweiht, die wir gegraben haben. Und das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Die Brunnen sind mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet und haben jeweils ein Wassersammelbecken für 10.000 Liter. Wir haben auch eine Grundschule gegründet, die bis zur 5. Klasse geht. Das Leben dieser Menschen hier in Tansania hat sich total verbessert. Und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Die Leute hier wissen das sehr zu schätzen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen Gottes Segen wünschen. Möchten Sie mithelfen, die Welt zu verändern? Werden Sie unser Partner und spenden Sie regelmäßig. Gerne schicken wir Ihnen unsere kostenlose Broschüre dazu. Rufen Sie an 040 88 88 41111 oder gehen Sie auf joyce-meyer.de/partner. Es ist nicht eure Aufgabe, jedermann glücklich zu machen und dabei Gott nicht zu gehorchen und euch selbst zu verlieren. Es ist Zeit, dass ihr das Leben lebt, das Gott für euch vorbereitet hat und der Mensch werdet, den Gott sich gedacht hat. Mehr herausfordernde Gedanken finden Sie im Joyce Meyer YouTube-Kanal. Schauen Sie mal vorbei. Fühlen Sie sich geschlagen durch Enttäuschung und Kränkung? Und jetzt werden Sie den Schmerz nicht mehr los? Wollen Sie die Verletzung festhalten oder loslassen? Versöhnen Sie sich mit Ihrer Vergangenheit. Dazu gibt es jetzt eine DVD von Joyce Meyer. Vergeben und befreit leben. Bestellen Sie diese DVD jetzt im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 41111.